Hallo Leute, eine weitere spannende Woche bei Odener TV steht uns bevor. Ich bin Phil und diese Woche kommt natürlich das versprochene volle Video-Review zu Dishonored 2. Der Patch ist immer noch in der Beta, aber soll laut Fachmedien extrem viel bringen. Den muss ich natürlich installieren, außerdem muss ich noch ein bisschen weiterspielen. Außerdem bin ich dabei, das Fan-Remake von Half-Life Black Mesa weiter durchzuspielen. Da kommt heute Abend um 18 Uhr das nächste Let's Play mit einem sehr, sehr spannenden Chapter. Ich weiß nicht, ich werde immer zwischendurch neue Let's Plays dazu publizieren, damit ihr einen weiteren Einblick in Black Mesa bekommt. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es hat die Originalstimmung von Half-Life, aber hat doch ein paar signifikante Verbesserungen und Änderungen an der Story auch. Wie man von A nach B kommt. Wenn man das Original Half-Life gespielt hat, hat man dann öfter mal das Problem, dass man irgendwo festhängt. Außerdem, ich bin gerade dabei, die Open Beta von Steep zu spielen. Aus dem Hause Ubisoft, eine Extremsport-Schnee-Snowboard-Simulation, Open World. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich habe schon ein bisschen gespielt. Da kann man paragliden, Wingsuit, Skifahren, Snowboarden in einer offenen Welt und kann Challenges gegen die Community bzw. gegen den Computer auch starten. Der Grundgedanke ist schon ganz witzig. Wie gesagt, wichtig ist aber diese Woche Dishonored und außerdem noch, was mir ein bisschen am Herzen liegt, Silence aus dem Hause Daedalic, Whispered World 2, ein Adventure, da bin ich auch dran. Weiß ich eigentlich noch nicht, ob diese Woche das volle Review dazu schon kommt, weil das relativ umfangreich und komplex ist. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Wie gesagt, heute Abend um 18 Uhr kommt das nächste Black Mesa Let's Play und die nächsten Tage kommt dazu bestimmt auch noch mal mehr. Ich habe schon erfahren, dass das Mod-Team, das an Black Mesa arbeitet, nicht alle Chapters fertig hat. Ich weiß nur, dass es bis Lambda Core, also die ganzen Chapter gibt. Ich spiele einfach erstmal weiter, ich bin schon relativ weit. Dazu gibt es dann mehr diese Woche noch. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und natürlich zu abonnieren. Ich freue mich und wir sehen uns.